ein Gerstenfeld im Sonnenaufgang. Das ist eine optische Täuschung. Es ist mein Weizen. Die Gerste darin stammt aus dem Ausfallgetreide des letzten Herbstes, was nicht gekeimt ist. Es ist allerdings nur ein optisches Problem, denn der Weizen ist schließlich für Futterzwecke gedacht. Wunderschön präsentiert sich bei naher Betrachtung die Tritikale im Gemenge mit der Wintererbse. Beim Blick über den Bestand sieht man jedoch, dass die unzureichende Unkrautbekämpfung mit dem Kerbel ein Problem darstellt. Schlimmer geht immer. Weizen mit Wintererbse im Gemenge. Es geht im Kerbel unter. Hier der Übergang zum Weizen mit Herbizid ohne Wintererbse. Was nutzt mir meine super Bodenstruktur und Bodengare, wenn aufgrund des kalten Wetters das Soja zu langsam ans Wachsen kommt und meine Flugabwehr zu schwach ist?